Herzlich willkommen bei Ausgabe Nummer 30 vom Homeoffice. Heute schauen wir natürlich nach Amerika. Das Land ist so ziemlich in Unruhe gekommen und wir haben noch etwas zu berichten von einem Whistleblower, von einem großen Pharma-Giganten namens GlaxoSmith&Kline. Da gibt es komische Sachen über Impfstoffe. Das alles jetzt bei Ausgabe 30 beim Homeoffice. Jetzt geht's los. So, die Herren, grüß Gott. Einen schönen guten Abend. Packen wir es wieder. Hallo Robert. Grüße. So, wie war euer Wochenende bisher? Kurzes Update, so persönliches Update. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Geburten, Hochzeiten, Todesfälle? Nö, nichts bei mir nicht. Nichts dergleichen, ja. Nee, kann ich auch nicht sagen. Also hier in Chemnitz, schönes Wochenende bislang. Aber du, Robert, du strahlst heute irgendwie förmlich. Ich bin voller Endorphine übernächtigt. Wir waren gestern 900 Kilometer im Auto unterwegs und haben im Saarland ein kleines Hundemädchen abgeholt. Das war aufregend pur. Das war jetzt wie zweites Kind bekommen. Also wir haben ja nur einen Hund und jetzt der zweite da. Und das war so magisch irgendwie. Das Ganze alles hat reibungslos funktioniert. Die Autobahn war frei, es ist immer noch kein Verkehr und das Auto hat gehalten. Nachdem in den letzten 2 Jahren zweimal ein Automotor kaputt gegangen ist, bin ich immer so vorher auch, bitte hoffentlich lasst es klappen. Und dann war es magisch wirklich, weil das ist so ein zartes kleines Wesen und hat irgendwie das Universum hat uns da beschenkt. Und als wir dahin gefahren sind, kam eine Nachricht, dass der Hund, den wir vor einem Monat angeschaut haben, den wir leider nicht mitnehmen konnten, die haben sich nicht vertragen. Der ist gestern vermittelt worden. Also es war schon so, juhu, der ist versorgt. Und dann, als wir da bei dieser Familie waren, die unseren kleinen Hund hatte, ist, jetzt pass auf, Meister Adebar ist übers Haus geflogen. Also der Storch ist 5-mal über dieses Haus geflogen. Erst im Rückweg ist mir dann eingefallen, was ein nettes Zeichen, wirklich so der Storch als Baby gebracht. Und ich bin total irgendwie so euphorisch, wenn ich jetzt dann denke, was wir gerade für eine Nacht hatten. Und also könnt ihr euch ja vorstellen. Und das trägt mich gerade so ein bisschen in die Welt hinein. Aber ganz ehrlich, wenn du dann einmal nur einen Blick in die Nachrichten wirfst, dann wirst du gleich wieder in die Realität zurückkatapultiert. Oder ihr wisst ja noch, Unterschied zwischen Optimist und Pessimist. Kennt ihr es noch? Der Pessimist ist ein gut informierter Optimist. Ja, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, also von dem her gesehen ist das wirklich so heftig, was gerade passiert. Also nur mal. Aber hey, Robert, wirklich großartige Geschichte. Also danke auch fürs Teilen. Weil hey, das sind doch aber genau die Dinge, die unser Leben doch bereichern. Weißt du, wenn du auch echt siehst, so die Natur, das Leben spiegelt dir immer was. Weißt du? Also ich finde, das ist schön, auch die Zeichen dann zu sehen. Weißt du, da ist ein Storch und dann der Hund, der nicht zu euch gekommen ist, weil halt, ja, weil du es eben nie planen kannst, Mensch, Hund, weißt du, es passt oder es passt nicht und es hat aus irgendeinem Grund halt nicht gepasst und war für dich dann auch hart und wie sich alles dann doch einrastet, das ist so einfach schön zu sehen und super Geschichte. Aber jetzt kommen wir wieder zum Herzensstuff, oder? Ja, es ist aufregend, das Leben ist einfach aufregend, das kann ich sagen, also wirklich, das ist etwas, was ich wahrnehme, Aufregung, also wie man es halt im Persönlichen hat, aber wir sind in einer aufregenden Zeit. Also das definitiv. Und zwar, ich kann mich in meinen 50 Jahren nicht zurückerinnern, wann eine Zeit mit so einer großen Taktfrequenz und so einer großen energetischen Dichte irgendwie aufgetaucht ist. Auch in Sachen Raumfahrt ist so viel passiert, was eigentlich jetzt epochemachend ist. Da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen heute. Aber das ist so ein Nebenklang irgendwie. Also es ist, also nee, anyhow, aber lasst uns. Ist eigentlich genau wie du sagst, das ist echt krass. Also ich meine, das sind jetzt, ich weiß nicht, ein paar Tage nur, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Jetzt gibt schon wieder so viele interessante Dinge, die da passiert sind. So, deswegen könnte man echt so fast fragen, so, ey, was ist so, weil du kannst nicht alles anschauen. Aber was hat euch so beschäftigt die letzten Tage? Welches Thema liegt euch auf dem Herzen? Also klar, alle blicken in die USA, aber das Thema wollen wir uns noch ein bisschen aufsparen. Mit unserem Gast nachher wollen wir das besprechen. Ich habe natürlich nach wie vor verfolgt, was ist so das Narrativ bei der Corona-Front. Wir haben ja schon über so viel berichtet die letzte Zeit. Da kam jetzt nicht so viel Neues dazu, außer dass mir jetzt aufgefallen ist, dass man jetzt versucht, irgendwie eine neue Sau zu finden, die man durchs Dorf treiben kann, damit möglichst nicht mehr jeder über Corona redet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man will das, so ein bisschen ausklingen lassen. Jetzt deutlich wird das
zum Beispiel bei einem Bericht der Tagesschau, den fand ich schon sehr dreist, da hat man mehr oder weniger die eine Studie von dem Stefan Kohn, dem Referatsleiter da, Referent K. packt aus, der hatte ja schon beschrieben, dass durch die nicht stattgefundenen Operationen, vor allen Dingen bei Krebspatienten, erhöhte Sterberisikos bestehen und dadurch eben jetzt viele Menschen sterben und das sozusagen eine der schwerwiegenden Folgen der Maßnahmen ist. Und das stellt man jetzt mehr oder weniger auf den Kopf, indem man über die Tagesschau verkündet, so sinngemäß, weil während des Lockdowns so viele Menschen, unter anderem eben auch Krebspatienten, Angst hatten vor der Operation. Die hatten nämlich alle Angst, dass sie sich mit Corona infizieren könnten. Deswegen haben die Operationen abgesagt und deswegen sterben da jetzt mehr. Also man gibt jetzt quasi den Patienten die Schuld. Ja, also die sind jetzt selber schuld, wenn sie sich nicht operieren lassen und dann sterben. Und wie bitte? Das ist jetzt an sich kein Riesending, es ist einfach nur ein Narrativ, was man jetzt irgendwie so neu gibt, so nach dem Motto, ja, ihr seid doch alle selber schuld. So, das fällt mir halt an vielen Stellen auf, an vielen kleinen Stellen, wo man das so ganz langsam versucht, so ein bisschen ad absurdum zu führen, auf den Kopf zu drehen und sich so aus der Verantwortung zu mogeln. Und es wird ja noch an einem anderen Beispiel deutlich, zum Beispiel der Herr Drosten, der sich ja jetzt wirklich vor ein, zwei Tagen hingestellt hat und gesagt hat, dank ihm und seinem Team natürlich auch, aber hauptsächlich dank ihm, wurden in Deutschland so um die 50 bis 100.000 Menschenleben gerettet. Kann ich jetzt auch nicht widerlegen, aber wir haben es ja hier auch schon oft gesagt, wie das mit Zahlen so ist und Prognosen. Aber das finde ich schon irgendwie, naja, es spricht dafür, dass er doch ein recht großes Ego hat. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass er sich mit ziemlich jedem seiner Virologenkollegen bis jetzt irgendwie angelegt hat in der Öffentlichkeit. In der Bild-Zeitung hat er sich angelegt. Und jeder, der irgendwie ihm widerspricht oder eine andere Meinung hat, wird von ihm angegriffen. Und er stellt sich immer noch irgendwie so als Opfer dar. Und ich will das gar nicht ausschließen, dass er vielleicht wirklich einen großen Verdienst ihm beizumessen ist. Das mag ja sein. Aber es gibt genügend Grund, daran zu zweifeln und zu kritisieren. Und diese Kritik wird einfach nach wie vor überhaupt nicht geduldet. Ja, ihr wisst ja, das ist für mich eines der größten Themen in dieser ganzen Corona-Geschichte, ist, dass ich sage, hey, die Wissenschaft steht nackt da. Und dann wäre es mal an der Zeit für Selbstreflexion. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber das ist, ja, Selbstreflexion sieht anders aus. Sondern man ist dann so in diesem, ja, du hast es vielleicht fast schon so richtig formuliert, so ein Ego-Spiel drin irgendwie, weißt du, so und das ist Selbstreflexion, sich mal wirklich hinsetzen und mal schauen, mal analysieren, hey, was haben wir vorhergesehen, was ist wirklich eingetreten, dafür scheint kein Platz zu sein, sondern man verteidigt seine Position und das finde ich zu wenig, aber gut. Ganz leichte soziopathische Züge kann ich da erkennen. Ich weiß nicht, ich habe 2 oder 3 Mails bekommen in den letzten Wochen von Leuten, die sagen, hey, ich bin Psychotherapeut und ich sehe gewisse Züge eines Autismus bei diesen Menschen. Ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit dem Interview mit dem Professor Ruppert aus München. Da habe ich etliches an Feedback bekommen. Die Leute, die sich auskennen und diesen Herrn Dr. Drosten, Professor Drosten anschauen, die sehen da auch eine etwas schwierige Persönlichkeit, sagen wir es jetzt mal neutral. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich habe 100.000 Leute gerettet, weißt du, wie Tom Hanks auf der Insel, ich habe Feuer gemacht, ja, so. Das ist schon dreist, das ist schon leicht größenwahnsinnig. Aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, so mit so Schubladen und so. Aber ja klar, natürlich, das ist jetzt... Aber dass der Typ sich jetzt da so hinstellt und seine Arbeit halt nicht auch kritisch hinterfragt, was er eigentlich machen müsste. Weil genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Diejenigen, die jetzt nicht operiert wurden, hatten keine Angst vor Corona, sondern denen hat man gesagt, du darfst jetzt nicht kommen, du musst jetzt selber dein Bauchspeicheldrüsenkarzinom ausheilen. Mach mal ein bisschen Yoga und trink einen Bachblütentee, vielleicht hilft es dir dann, weißt du? Das kann ja, vielleicht mal wirken, ja. Und das hatten wir ja auch hier öfter schon angesprochen. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, aber das kam schon mehrmals, dass wir und andere auch davor gewarnt haben, hey, wenn jetzt alle Krankenhäuser nur noch auf Corona umstellen, also nur noch sich auf Covid vorbereiten. Und hier in Chemnitz war es ja auch so. Also Chemnitz war schon relativ früh komplett vorbereitet. Wir hatten, habe ich damals auch erzählt, den Chemnitzer Messebereich. Das war die erste Stadt in Deutschland, die da schon eine
Covid-Vorstation gemacht hat und so weiter. Also Chemnitz hat sich komplett vorbereitet auf die Welle. Was zum einen ja zeigt, gut, die Stadt funktioniert, aber ja, das war doch nicht, kam doch nicht von den Menschen, sondern die Stadt hat gedacht, okay, wir kriegen diesen medizinischen Notfall. Alles andere wird jetzt erstmal so in den Hintergrund geschoben. Und da jetzt so umzukehren und sagen, ja, die Leute sind selber schuld, ja, das hat schon ein Geschmäckle, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja, Frank. Ja, ja. Und das wird ja demnächst, also das sehe ich jetzt auch kommen, das wird aber in naher Zukunft meiner Meinung nach noch offensichtlicher werden, ist, dass man die Übersterblichkeitszahlen auch uminterpretiert. Wenn diese höher liegen, wird man selbstverständlich dann sagen, ja, seht ihr, wir haben eine erhöhte Übersterblichkeit, man hat jetzt irgendwie aktuell im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, letzten Monat oder letzten 8 Wochen, weiß ich nicht genau, wohl 8% erhöhte Übersterblichkeit. Und was mir da wiederum fehlt, ist der Kontext. Da wird dann eben pauschal gesagt, ja, das müssen ja Corona-Tote sein und das wird dann den Kritikern der Maßnahmen noch vorgehalten. Aber worüber überhaupt nicht gesprochen wird, wie viele Menschen denn durch die Maßnahmen, wegen der Maßnahmen ums Leben gekommen sind. Das sind ja nicht nur die abgesagten Operationen, sondern wir hatten auch mal in einer Sendung gesprochen, ich glaube mit der Psychologin, dass Isolation eins der Haupttodesursachen bei alten Menschen ist. Und Isolation ist ja nun eigentlich sogar angeordnet gewesen für alle. In allen Altersheimen, Krankenhäusern und selbst bei den meisten Rentnern zu Hause, denen der Kontakt zu ihren Enkeln und Kindern untersagt wurde, spielt Isolation da wirklich eine entscheidende Rolle. Das hat fast jeden betroffen, fast jeden alten Menschen. Die wurden alle isoliert, werden es nach wie vor. Und da gibt es tatsächlich viele Studien, die sagen, dass das, da geben einfach viele alte Menschen auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Eine seelische Todesursache sozusagen. Und da gibt es so viele Sachen, dass da eine erhöhte Übersterblichkeit am Ende mal rauskommt. Das wundert mich überhaupt nicht. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Und diese Menschen sind an Kummer gestorben und das schiebt man dann Corona in die Schuhe und macht die Zahl wieder künstlich höher. Es ist und ich glaube, man kann natürlich sagen, die Dunkelziffer der Infizierten, die ist mit Sicherheit viel, viel, viel höher. Aber die Dunkelziffer der an Covid oder ja an Covid Gestorbenen, die ist mit Sicherheit nicht sehr viel höher als die Zahl, die wir alle kennen. Weil da bin ich mir wiederum sicher, dass da alle Fälle registriert wurden. Apropos Isolation, so habt ihr die Geschichte gehört von diesem philippinischen Seemann, der sich auf einem von den Kreuzfahrtschiffen jetzt umgebracht hat. Ist auch krass, ruft einen wieder in Erinnerung, da sind da draußen in der Welt sind immer noch diese Kreuzfahrtschiffe, die sind immer noch isoliert, die können keine Häfen anlaufen. Und da gibt's die Besatzung, die Leute, die dort arbeiten auf diesen Schiffen, da sind keine Gäste mehr drauf, aber die Besatzung, die sind seit über 2 Monaten isoliert. Und da müssen die müssen verzweifelt sein, so, also weil die auch nicht wissen, was Sache ist und die können einfach nicht anlaufen. Und das ist einfach nur zur Erinnerung, so, dass es sowas immer noch gibt, dass da draußen Leute auf Schiffen sind, die keinen Hafen anlaufen können. Und die unter ziemlich harten Bedingungen das jetzt schon seit über 2 Monaten machen. Das ist krass. Wollte ich nur daran erinnern. Isolation, ne? Ich hoffe ja, um nochmal kurz auf die Tagesschau zu kommen, weil mich das so dermaßen aufregt, wie man die Wirklichkeit auf den Kopf stellen kann, dass ich höre jetzt schon die Tastatur vom Uli Gellermann tippen, wie er bei Die Macht um 8 vielleicht wieder diesen Tagesschau-Beitrag aufarbeitet. Ja, der hat auch immer die heilige Wut, wie man den Leuten das selber zuschieben kann. Das ist eine Chuzpe, sagt man doch da. Ja. Die haben eine ganz schöne Chuzpe da in der ARD-Redaktion. Das ist echt. Aber Jungs, ich habe noch was gefunden. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar geht es um einen Whistleblower von einer Pharmafirma. Das muss ich jetzt vorwegschieben. Ich bin gerade dran, einen Beitrag zu übersetzen. Ich wurde gefragt, ob ich das kurz machen kann. Das ist so ein 12-minütiger Ausschnitt von der David Knight Show. Die David Knight Show ist so etwas wie ein amerikanisches Ken Jebsen-Programm, also super professionell produziert mit einer großen Redaktion im Hintergrund, die seit Jahren auch viel Aufklärungsarbeit machen. So David Jones, wie heißt er, das lebende Sprachrohr
der Alex Jones. Alex Jones, ja, ich glaube, glaub die haben sogar mal zusammen was gemacht. Irgendwie, auf jeden Fall ist das jemand, der schon weiß, was er sagt, und die haben ein großes Netzwerk im Hintergrund. Und der hat einen Ausschnitt von einem englischen Aktivisten gezeigt. Das habe ich jetzt gerade erst vor kurzem gekriegt. Ich sitze da noch dran am Übersetzen. Das ist Englisch. Und this gentleman is speaking a very sophisticated English, makes it so difficult to interpret. Also es ist wirklich sau schwer. Ich sitze da seit Stunden dran. Auf jeden Fall erzählt der Engländer, der in diesem Beitrag in der amerikanischen Show gebracht wird, von einem Whistleblower von GlaxoSmithKline. Also GlaxoSmithKline ist so der größte Impfstoffhersteller auf der Welt. Und das ist ein Video, das wirklich brandheiß ist, deswegen kam es auch in dieser amerikanischen Show. Und da geht es zum anderen, wie die Bill & Melinda Gates Foundation mit welchen Zahlen, mit welchen Ärzten rumwirft. Also da werden Zahlen und Fakten genannt. Und vor allem gibt es einen Abschnitt, der ist mir vorhin erst begegnet, als ich das übersetzt habe, wo ich gesagt habe, das ist ja, das gibt es ja gar nicht. Mein Vorschlag ist, ich lasse den Beitrag laufen und drücke dann immer auf die Stopptaste, weil es schwer zu verstehen ist, und lese den deutschen Text dazu ein. Einverstanden, Jungs? Okay, here we go. Hier kommt also die David Knight Show. Das ist dieses Video, von dem ich gesprochen habe. Das ist aus der David Knight Show, und ich habe genau an die Stelle hingespult, wo es eben hier interessant wird, und der Mann hat Folgendes zu sagen. So, there is going to be an anti-HCG antigen. Now, this is HCG. Is something for causes sterility. Also hier sagt er, da wird es ein HCG-Antigen geben, und HCG ist dafür bekannt, das ist also eins dieser Schwangerschaftshormone, Unfruchtbarkeit bei Frauen zu verursachen. Women. And it was also combined with HCG and OLH and 37 amino acid carboxy terminal peptides known as CTP are also in there. Das ist schwer zum Übersetzen gewesen, ich habe es nachgeschaut. Also er sagt, zusätzlich zu diesem Hormon, zu dem HCG und OLH, sind noch 37 sogenannte Carboxy-Terminal-Peptides drin, die man auch unter CTP kennt. Das ist also auch drin enthalten. Ich habe es nachgeschaut, das muss uns der Kollege Fiedler irgendwann erklären als Diplombiologe. Das sind irgendwelche Peptide, die da drin sind, die haben eine bestimmte Aufgabe. Well, of anti-HCG vaccine is to introduce antibodies which combine to HCG and render it biologically inactive. Also das Prinzip von dieser Impfung mit HCG-Antigenen, das besteht eben darin, Antikörper zu injizieren, die sich mit dem HCG zusammenschließen und es dadurch biologisch inaktiv schalten. Out of the 63 women they tested with this HCG, 61 of them became infertile. So out of 63 women they tested, GSK tested, with this antigen, this concoction of chemicals, 61 became infertile. Und von den 63 Frauen, die sie mit diesem HCG getestet haben, wurden 61 davon unfruchtbar. Also von den 63 Frauen, die GlaxoSmithKline mit diesem Antigen und diesem Mischmasch aus Chemikalien getestet wurden, sind jetzt 61 unfruchtbar. They believe that's what's in the vaccine. There's also, that's the female one. Und sie glauben, das ist das, was in der Impfung drin ist. Und das gilt für die Impfung für die Frauen. What's going to appear in the male vaccines, we believe, is called GnRH, and it results in decreased testicular size. So your testicles are going to shrink. Drop of testosterone levels and marked atrophy of the prostate. This is a sperm-specific mitochondrial antigen, and so what that does is this. Also jetzt wird spooky. Also was wir glauben, was in der Impfung für Männer ist, das heißt GnRH, und hat den Effekt, dass die Hoden schrumpfen, also ihre Hoden werden kleiner werden, einhergehend mit einem Abfall des Testosteronspiegels und einem ausgeprägten Verkümmern der Prostata. Dies ist ein mitochondriales Antigen, welches speziell auf Spermien abzielt. Chemical attacks the sperm, kills its mitochondrial DNA. So it has nothing to live. So it will still. Und hier sagt er, was das tut, ist Folgendes: Eine Chemikalie also attackiert das Spermien und tötet die mitochondriale DNS. Alive, it will still be swimming around,
But when it goes to the egg, it will have nothing to deliver into that. Its mitochondrial DNA will be damaged. It will be dead. Und das heißt, es wird nichts haben, dieses Spermium, um es zu überbringen. Es wird immer noch im Leben sein, es wird herumschwimmen, aber wenn es zu einer Vereinigung mit einer Eizelle kommen wird, wird es nichts geben, was übertragen werden kann. Die mitochondriale DNS wird beschädigt, die wird sogar tot sein. So, and they tested this on baboons. It's a specific sperm-specific mitochondrial antigen produced an antibody response in baboons and reduced fertility in the females. So, und sie haben das an Pavianen, Baboons, an Pavianen getestet. Spermienspezifische mitochondriale DNS verursachen eine Antikörperresonanz im Körper der Paviane und einer reduzierten Fruchtbarkeit bei Weibchen. So that basically means that when these male baboons had sex with female baboons, simply by delivering their sperm into them, they made the females infertile. Und das habe ich noch gar nicht ganz fertig übersetzt, aber was er da sagt ist, und einfach nur indem die Männchen ihre DNA an die Weibchen weitergeben, werden diese Weibchen auch unfruchtbar, alleine durch den Geschlechtsakt. Und das Ganze geht dann noch ziemlich weiter mit sehr vielen anderen krassen Infos. Soweit also dieser Text oder vielmehr dieses Video, das ich da gesehen habe. Und ganz ehrlich, das jagt mir schon ein bisschen hier den eiskalten Schauer über den Rücken. Wir müssen natürlich dazu sagen, wir können das jetzt nicht für echt bestätigen. Also mir fehlt jetzt die Zeit, das genau zu recherchieren. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Engländer, der hier sitzt, der weiß, was er sagt. Und wenn es stimmt, dann reden wir jetzt einfach mal im Konjunktiv darüber, was es bedeuten würde, wenn so etwas stimmt. Weil mein Gedanke ist folgendes. Wenn es mal angenommen, es gibt diese Agenda und es gibt Leute, die wirklich planen, die Bevölkerung zu reduzieren oder zumindest den Stand gleich zu halten, also sprich, dass nicht mehr neue Leute dazukommen. Wie machen die das? Die wollen ja nicht die Menschen umbringen, sondern die wollen dafür sorgen, dass nicht mehr so viele Menschen auf die Welt kommen einfach. Also zum einen vielleicht den Trieb reduzieren, dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht mehr vermehren können und vielleicht noch, naja, dann das Ganze so voranschieben, dass es keiner mitkriegt. Also was war die Aussage? Das Testosteron fällt, also nicht mehr so viel Sex. Dann die Hoden schrumpfen, die Prostata, die wird verkümmert. Und wenn Männer das beim Sexualakt den Frauen weitergeben, werden die Frauen auch unfruchtbar, die durch den eigenen Impfstoff sowieso schon unfruchtbar werden können. Also das ist eine ziemlich krasse Nummer. Wenn ich so ein krankes Hirn hätte und in so einem Labor arbeiten würde, dann würde ich genau sowas versuchen zu machen. Weil das ist ja deren eigentlicher Plan. Also ich meine, die Idee, dass es vielleicht finstere Mächte gibt, destruktive Mächte, die die Bevölkerung oder möglicherweise ganz auslöschen wollen, das ist ja nichts Neues. Das gibt es schon relativ lange. Und in den 60ern war das auch schon die Idee, die damals diskutiert wurde, ob nicht durch, indem man das Trinkwasser vergiftet, sowas gemacht wird. Wir haben in den 70ern, um mal ein Beispiel aus der Popkultur zu bringen, hier James Bond, Moonraker, wo auch so ein Typ ist, der sozusagen dort ist auch schon so ein Bio-Kampfstoff, den der entwickelt hat, der sozusagen die ganze Welt auslöschen soll, nur die Menschen. Und er hat dann irgendwie so eine neue Rasse begründet oder sowas. Also das ist schon da. Wir hatten es, um noch ein weiteres Beispiel zu bringen, in den 2000er Jahren, rund um die ganze Geschichte mit den Chemtrails, wo zweifellos, also aus meiner Sicht, seltsame Dinge vorgegangen sind am Himmel, die ich mir nicht recht erklären kann. Aber da haben auch schon manche Leute gesagt, hey, boah, hier geht es jetzt um Bevölkerungsauslöschung. Und mei, jetzt haben wir 2020, wir sind immer noch da. Und was ich nur sagen kann, ist, also es mag solche Gruppen geben, die sowas haben. Es gibt Psychopathie, es gibt Kriminalität und es gibt Macht. Und es mag auch sein, dass Leute an solchen Dingen forschen auch, ja. Aber wie das jetzt genau in dem konkreten Fall ist, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, der da gesprochen hat. Ich habe das auch nicht weiter nachrecherchiert. Und wenn dem so wäre, ja klar, dann wäre das im höchsten Maße kriminell. Ob wirklich solche Leute die Möglichkeit bekommen, solche Medikamente, so einen Plan irgendwie durchzusetzen, ja, sehr fraglich halt. Vor allem, was in diesem Video noch erzählt wird,
dass diese Leute, die damit forschen, die bekommen Unsummen Geld. Also ein Dr. Andrew Preston zum Beispiel vom Department of Biology and Chemistry am Milner Center an der Bath University, der hat eben mal 20 Millionen Pfund bekommen. Ja? Und Dr. Eric Harwell von der Penn State University bekommt 10 Millionen, die anderen bekommen 7 Millionen, 2,9 Millionen. Also das ist sau viel Geld, was da was gemacht wird. Ja? Also der, von wo bekommt er die denn? Von der Bill and Melinda Gates Foundation. Ach, ja, also das sind eben, darum geht es ja eben auch. Und der Artikel hat die Überschrift, oder dieses Video hat die Überschrift: Impfinsider packt aus, neue Impfung verursacht bei 97% der Frauen Unfruchtbarkeit. Und da wird dann wirklich einiges noch gemacht. Der ist jetzt demnächst online, das seht ihr dann. Und also ich kann es ja auch nicht bestätigen, aber ich weiß, sagen wir mal so, es gibt auch in diesen Laboren Menschen mit einem Gewissen. Und wenn es da einen gibt, der wirklich dann sagt, ich mache da nicht mehr mit, dann könnte das eine Story sein, eben so typische Whistleblower-Sache. So Edward Snowden aus der Impfpharma. Natürlich wird da nicht viel berichtet werden über so etwas. Es wird vielleicht auch niedergemacht. Wir kennen das ja. Aber es ist schon eine krasse Nummer, was da gerade jetzt für eine Gemengelage existiert. Auf der einen Seite natürlich diese Bewegung, die ja auch von der Bevölkerung getragen wird und von der Politik und von allen Mächtigen. Jetzt impfen, impfen, impfen. Und dann sitzen sich die da drauf auf ihren Goldtöpfen und fangen an, da zu forschen. Also was ich mir vorstellen könnte, es gibt ja schon seit vielen Jahrzehnten Überlegungen im Geheimen, was eben nicht gerade mit der breiten Öffentlichkeit geteilt wird. Man nenne nur die Überlegungen vom Club of Rome, die ja wenigstens noch hin und wieder ihre Gedanken mit der Öffentlichkeit teilen. Anders ist es bei Bilderbergern, trilaterale Kommission und so weiter, wo das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich eben die Mächtigen, die Reichen, die eben das Geschehen hier auf der Welt lenken und kontrollieren, treffen. Und man kann es so sagen, geheime Absprachen machen. Geheim deswegen, weil wir nicht wissen, was die reden und die Medien nicht darüber berichten. So. Und man muss ja sagen, dass viele von diesen Menschen ja schon hin und wieder in ihren Büchern, Biografien oder in ihren philanthropischen Weltanschauungen ja schon oft davon reden, dass sie davon ausgehen, dass wir hier eine Überbevölkerung haben, das auch klar als Problem definieren und sich dann vielleicht auch Gedanken machen, was kann man denn machen? Ja? Und eben dann die eine oder andere Lösung, die dann eben greifbar ist, eine Lösung ist, die man eben auch nicht mit der breiten Öffentlichkeit diskutieren kann, weil da schon von vornherein klar ist, in welche Richtung das geht. Aber dass es dann eben die Entscheidungsträger gibt, diese Multimilliardäre, die Oligarchen, die eben die Macht dazu haben, zu lenken, dass die sich eben sagen, na gut, über diesen Weg können wir das sehr human lösen. Können wir den Leuten natürlich nicht sagen, aber es ist immer noch besser, als Millionen von Menschen umzubringen, einfach dafür zu sorgen, dass es die gar nicht erst gibt. Das ist, glaube ich, tatsächlich in den Augen von Menschen wie Bill Gates, ich will ihm das nicht unterstellen, aber er äußert sich ja ähnlich, ist selber genauso, dass er da durchaus einen Weg sieht, die Bevölkerungsexplosion einzudämmen, indem man eben zum Beispiel mit Unfruchtbarkeit arbeitet. Mhm. Da gibt es eben aus Kenia diese groß angelegten Impftests, wo das eben schon mal angetestet wurde, wo das noch lief, wissen wir schlichtweg nicht. Und ja, ich halte das für absolut denkbar, ob es denn nun über diese Impfstoffe von GlaxoSmithKline, wo ich jetzt gar nicht weiß, was das für Impfstoffe sein sollen, ob das jetzt den eventuellen, wenn es ihn denn jemals gibt, Corona-Impfstoff betreffen soll oder irgendwelche Influenza-Impfstoffe oder wie auch immer. GlaxoSmithKline stellt ja mehrere Impfstoffe her. Also ich kann mir das gut vorstellen. Es ist natürlich an der Stelle schwer zu beweisen, welche Absicht, welche Motivation dahinter steckt, aber man sollte das meiner Ansicht nach auf jeden Fall im Auge behalten. Und wenn das stimmt, ja, dann ist es ein Skandal sondergleichen, über den unsere Medien natürlich nicht berichten werden. Oder wenn die Sache in Alternativmedien eigentlich schon längst durch ist. Ja, ich meine, klar ist es möglich und denkbar. Das, weil, auf was du hinweist, völlig richtig. Ich meine, wir wissen, dass es auch eine Tradition der Eugenik gibt, die gerade bei den bei gewissen elitären Gruppen jahrzehntelang sehr gern gesehen wird. Eugenik heißt erstmal nur, ja, überhaupt Bevölkerung
zu kontrollieren und so eine Art Idee, das zu züchten. Letztens ist es dieser technokratische Trip. Wir überlassen es nicht der Natur oder Gott, sondern wir machen das selber und wir machen es besser. Ja? Das ist ja diese Grundhybris uns. Definitiv gibt es das. Und in der Tat ist es völlig richtig. In Afrika gibt es schon diese Berichte, wie Sterilisierungen und so weiter wohl passieren. Aber ob jetzt wirklich das jetzt konkret hier mit dem wir impfen dann, also ob das diese ganze Impfgeschichte, letztens Corona, ob das so eine Art trojanisches Pferd ist, wo man dann sozusagen das dort einfügt, das ist die große Frage. Ich glaube es nicht, aber trotzdem ist es natürlich richtig, dort aufmerksam zu sein. Und ich halte es auch nicht für unglaubwürdig, dass in irgendwelchen Pharmalaboren sowas erforscht wird. Genauso wie es nicht für unglaubwürdig halte, und das ist ja auch hier oft schon Thema gewesen, diese Virenlabore, Wuhan, Fort Detrick und wer weiß, was bei den Russen gibt und wer weiß, was es sonst noch gibt, von dem wir gar nicht wissen. Diese ganze destruktive Militärforschung, so klar gibt es sowas und das ist furchtbar. Die große Frage ist nur, ob so ein Plan, also das, ich meine, das wäre das absolute Mega-Verbrechen, wenn man sich das überhaupt vorstellt. Also man würde einen Impfstoff entwickeln, der das zur Folge hat. Ja, das wäre, das weiß ich gar nicht, welche Dimension da aufreißen muss. Also das wäre das größte Verbrechen, was es je gäbe. Und so gesehen, allein schon, dass es sowas vielleicht denkbar wäre, ist es schon wichtig, da drauf zu schauen. Aber ich stimme da mit dir überein, was beweisbar ist und was nicht. Ja. Ich bin deiner Meinung, dass wir das nicht sagen können, ob das wirklich so ein Szenario ist, aber ich halte es für plausibel, in der jetzigen Situation mit einem universalen, also mit einem globalen Shutdown, den es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Weißt du, diese außergewöhnliche Situation lässt so ein Szenario für mich in meinem Kopf eigentlich durchaus vorstellen. Und vor allem, ich beschäftige mich schon lange mit politischer Ponerologie, das klingt jetzt super dahergekommen, das ist aber nichts anderes wie die Erkenntnis, dass es das Böse in der Welt gibt, Punkt. Und zwar in sehr hohen Führungspositionen. Das ist sogar eigentlich die Regel, dass je höher man in Führungspositionen ist, desto psychopathischer, soziopathisch man sein kann. Das gibt es seit Jahrzehnten Forschungen, das haben wir schon so oft thematisiert, das ist eigentlich bei Menschen, die einen offenen Geist haben, die den Fokus nicht so haben, sondern die weites Bild haben, sieht man das, ja. Und ich halte das durchaus für möglich. Ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht beweisen. Aber für mich ist das die Impfkampagne ist mehr oder weniger das Vehikel. Und dann kommt halt das und das und das mit. Und nicht bei allen und nicht überall. Und das taucht ja dann nicht sofort auf. Aber dann gibt es halt einfach so und so viel weniger Leute. Die Leute haben weiterhin Sex, aber kriegen halt einfach keine Kinder mehr. Und das tut ja nicht weh. Und da gibt es dann niemand, der schreit. Aber irgendwann gibt es halt in einem gewissen Bereich weniger Nachkommen und noch mehr. Und das ist dann das. Und vor allem, was ich so krank finde in diesem ganzen Gedanken, anstatt die wahren Probleme anzugehen, die es auf diesem Planeten gibt, die diese Menschen mit verursacht haben, weil Bill Gates ist nicht durch ehrliche Arbeit so reich geworden. Der hat Leute betrickst und verarscht und Steuern hinterzogen mit diesem scheiß Microsoft und so weiter. Also das ist keine ethisch-moralische korrekte Arbeit, die der gemacht hat. Und der sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich habe mir vorgenommen, die Welt zu retten. Das ist die Hybris schlechthin. Wir produzieren Lebensmittel für 12 Milliarden und schmeißen die Hälfte weg. Wir könnten so viele Leute ernähren. Wir haben eine Überproduktion. Wir könnten noch viel mehr ernähren. Das ist einfach nur die ungerechte Verteilung, die es gibt auf dieser Welt. Schaut euch mal an, diese Luxusschiffe, mit wie viel Lebensmittel die da für eine Woche unterwegs sind. Das reicht für einen ganzen Bereich in Afrika, um die Leute da zu füttern. Weißt du so? Das ist das, was mich so innerlich so... Ach. Ich habe mich verrannt in meiner Emotion. Ich komme zurück auf den Boden der Tatsachen. Es ist eine echt krasse Welt, eine krasse Zeit. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal unseren Auslandskorrespondenten dazuschalten aus Washington, St. Petersburg. Ich glaube, der hat jetzt uns auch nochmal was zu sagen aus seiner Sicht. Hier kommt unser Korrespondent in Moskau. Nein, St. Petersburg. Hallo Thomas, grüß dich nach St. Petersburg. Schön, dass du Zeit hast für uns heute. Ja, Mahlzeit, schönen Abend. Moin Moin, sagt der Friese. Ja, der Hamburger sagt Moin Moin. Wobei, das ist schon zu viel gequatscht, Moin reicht.
Thomas, du bist unser Spezialist für Auslandsgeschehen. Du sitzt zwar wo ganz anders, nicht in Amerika, aber ich bin mir sicher, du hast die letzten Ereignisse in Amerika drüben auch verfolgt, wie wir alle natürlich auch. Was ist denn dein Eindruck dieser Stunde? Ist das jetzt so der Funke, der in das Benzinfass geflogen ist und das Ganze zum Hochkochen bringt und zum Explodieren bringt? Oder was ist dein Eindruck momentan? Denke ich nicht. Ich meine, es ist nicht das erste Mal. Rassenunruhen gibt es da immer wieder. Amerika ist ein zutiefst rassistisches Land, das ist nun mal so. Und das explodiert alle Jubeljahre mal wieder in verschiedenen Städten. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder beruhigen. Die Frage ist, wie lange es dauert, wie heftig es wird. Aber erleben wir nicht zum ersten Mal. Mich haben diese Berichte schon an die Unruhen von 92 erinnert, zum Beispiel. Auch da war ja auch Los Angeles wirklich ein Brandherd. Das ist schon lange, lange her. Aber auch in den letzten Jahren gab es immer wieder diese gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und oft war es schon eine etwas schwierige Situation. Und dann hat ein Funke eben gereicht und das Ganze fliegt hoch. Ich würde gerne mit euch mal über dieses Video sprechen. Das möchte ich jetzt aber extra nicht zeigen, sondern das eigentlich der Anlass war für diese Eskalationsstufe. Kurz erzählt, ein Schwarzer zahlt in einem Geschäft mit einer 20-Dollar-Note. Der Besitzer sagt, es ist eine Blüte. Daraufhin wird die Polizei eingeschaltet. Das Ganze eskaliert. Der Mann wird, obwohl er nicht Widerstand leistet, heftigst auf den Boden gedrückt. Ein Polizist drückt mit seinem Knie auf seinen Hals. Und obwohl er 14 Mal gerufen hat, I can't breathe, ich kann nicht atmen, geht der Polizist nicht runter mit seinem Knie und erstickt diesen Mann, der wehrlos am Boden liegt. Wie habt ihr dieses Video aufgefasst? Wie empfindet ihr das, wenn ihr sowas seht? Ist natürlich nicht schön, sowas zu sehen, aber es ist ja, wie du schon sagtest, erstens mal auch nichts Neues. Man kennt ja solche Bilder bereits. Man ist da eigentlich schon auf eine gewisse Form sensibilisiert, dass es da jetzt wieder erstmal zu Protesten kommt. Das ist nachvollziehbar. Das war früher auch schon so. Die Frage ist jetzt, inwieweit man diese Proteste instrumentalisieren kann oder vielleicht sogar forciert, um vielleicht auch irgendwie erstens von Corona abzulenken, zweitens, um das vielleicht irgendwie wahlkampftaktisch zu missbrauchen. Und interessant in dem Zusammenhang ist ja, dass Trump diese Protestler ja gar nicht als Protestler akzeptiert, sondern nur als sogenannte Protestler, die er eher dem Antifa-Lager zuordnet. Und deswegen will er die Antifa jetzt auch als Terrororganisation einstufen. Also in den USA scheint Corona kein großes Thema mehr zu sein. Antifa als Terrororganisation finde ich jetzt aber eine gute Idee. Ja, ist gerade eben Breaking News bei Google News, haben wir es gerade noch gelesen, ja. Ist nicht dumm. Nein, was mir aufstößt bei der ganzen Geschichte, wir erleben immer wieder, wenn in China, Hongkong aktuell, ne, wir kriegen in Hongkong jetzt aus Hongkong gemeldet, böse, böse Polizei, Polizeigewalt, bla bla bla. Dabei ist da jetzt so schrecklich viel nicht los. Wenn man es mal genau nimmt, also die Polizei geht ja mit denen, das wird ja randaliert, da wird die Stadt wird ja verwüstet und die Polizei setzt Tränengas ein, mehr auch nicht. Und das ist jetzt böse Polizeigewalt. Und wenn Amerika Polizisten Menschen wegen Kleinigkeiten, die sich nicht wehren, umbringen, ist das Wort Polizeigewalt in den Medien nicht allzu präsent. Das wird irgendwie sehr sachlich behandelt. Diese ganze Emotionalität, die du hast, wenn in China oder in Moskau oder sonst wo in Venezuela demonstriert wird, die ganze Emotionalität fehlt in den Medien. Also Polizeigewalt im Westen können sie jetzt zwar nicht bestreiten, aber sie hypen sie auch nicht auf. Und ich habe jetzt gerade eben übersetzt einen Beitrag des russischen Fernsehens und da hat der russische Kommentator gesagt, wenn das bei uns passiert wäre, dann wären jetzt die Schlagzeilen voll und die USA würden bereits Sondersitze vom UNO-Sicherheitsrat einberufen wegen der Menschenrechtslage in Russland. Und das ist einfach der Punkt. Es ist dieses Messen mit zweierlei Maß, das die Medien da betreiben, das wir jetzt gerade wieder ganz wunderbar beobachten können. Ja, hier mein Take zu dem Video. Es ist natürlich abscheulich. Und ich kann es auch nicht Leuten empfehlen, die schwache Nerven haben, das anzuschauen, weil es tatsächlich so ist, dass dort am helllichten Tag, mitten auf der Straße, mitten in der Stadt, ein Mensch getötet wird. Und das ist echt schon krass. Und man muss sich überlegen, was da passiert, wenn du dort selbst Passant bist und du gehst dort vorbei. Und das sind Leute, die rufen es auch rein, sagt, hey, stop it. Ich meine, ey, du killst den, der ist doch schon bewusstlos. Hallo, aufhören.
was kannst du denn da machen in der Situation? Das ist so krass, ja. Und deswegen kann ich grundsätzlich voll verstehen, dass in Amerika die Bürger sauer sind und wütend sind, dass das deine Gefühle anregt. Das kann ich voll verstehen. Das wäre bei mir nicht anders. Und kann das verstehen. Das allerdings, was jetzt passiert, diese Riots, das ist halt auch eine Eskalation, die möglicherweise von manchen Gruppen auch angeschoben wird. Denn es gibt auch Gruppen, und Amerika ist in so vielen Dingen so zutiefst gespalten, aber es gibt auch Gruppen, die diese Eskalation gerne sehen, die auch so diese Rassenprobleme, die es ja definitiv gibt, die instrumentalisieren, die ausnutzen. Und jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass der legitime Protest von den Menschen, die sauer sind und die wütend sind, der wird jetzt schon nicht mehr gesehen, sondern jetzt ist wiederum der ganze Blick darauf, ah, guck dir die Chaoten an und so weiter. Ja. Und das, was aber eigentlich die meisten Menschen sagen wollen und was man ihnen zugestehen muss, so dieses alte Recht auf Demonstrationsfreiheit und du willst auch deine Gefühle irgendwie zeigen, das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil jetzt auf einmal überall diese Plünderungen stattfinden. Und ich habe hier mal ein kleines Video hier am Start, das können wir mal vielleicht einspielen, das zeigt die allererste Aktion, wie diese Riots begonnen haben. Das ist wirklich Minneapolis, genau dort, wo auch dieses Polizeirevier ist, also diese Polizeiwache ist. Und vielleicht können wir uns das mal anschauen, wo das erste Glas zerbrochen wurde. Okay, stand by. Ich spiele schnell ein. Ja, also was wir hier sehen, ist jetzt Minneapolis. Hier im Hintergrund gerade, das war tatsächlich diese Polizeiwache, wo diese drei Polizisten her sind. Das sind halt Leute aus Minneapolis, die sind auf der Straße, die sind sauer. Es ist noch taghell, ist noch nichts passiert. Jetzt pass auf, jetzt ist hier AutoZone. Mach mal kurz Stopp hier. Dieses Geschäft hier ist AutoZone. Also das ist so ein Technikmarkt. Ja. Und das ist der erste Moment, wo hier Glas zerbrochen wird. Und ich meine, guckt euch mal an, was das für ein Typ ist. Der Typ hat jetzt nicht seine Alltagsklamotten an. Der kommt hier reinmarschiert, komplett in Schwarz mit diesem Regenschirm. Man findet den auch, wenn ihr es nachrecherchiert, unter Minneapolis Umbrella Man. Und er schlägt dort die Scheiben ein. Und guck mal, die Leute hier, der Typ mit dem pinken T-Shirt, die reden den an, die sind empört. Hey, was macht der hier? Und jetzt guck mal, was passiert so. Jetzt geht der einfach. Und die Leute kriegen das mit. Und auch der das filmt, kriegt das mit. Und hier Mr. Pink T-Shirt, der ist immer noch da dabei und die gehen jetzt hinterher. Und andere Leute kriegen das hier auch mit. Es wird jetzt hier reingerufen, einer ruft jetzt irgendwo so, hey, ist das ein Cop? Ja? Ist das ein Polizist? Was macht der Typ hier? Und der geht jetzt hier einfach weg. Und ich meine, guckt euch mal die ganze, hier sieht man übrigens, das ist auch ganz wichtig, jetzt sieht man ihn nämlich. Das ist jetzt kein empörter Schwarzer, der sich jetzt über George Floyd aufregt. Wer ist dieser Typ? Was ist das für einer? Was hat er für eine Kleidung an? Wie tritt er auf? Wie ist ihm seine Körpersprache? Das ist nicht jemand, der dort jetzt einfach empörter Anwohner ist, ja, in Minneapolis und sich aufregt, sondern das ist, was in meinen Augen ein Agent Provocateur ist. Wer ist? Ist es ein Polizist? Ist es jemand, der zu irgendwelchen Hardcore-rechten Gruppen gehört, die eben auch daran interessiert sind, so eine Art Rassenunruhe zu schüren? Ist es beides oder sowas, das wissen wir nicht. Aber das ist tatsächlich die erste Szene, die in Minneapolis die Riot ausgelöst hat. Und dieses Geschäft, was wir gesehen haben, dieses AutoZone, ist tatsächlich der erste Laden, der geplündert wurde, der erste, der in Flammen aufgegangen ist. Letztens, vielleicht eine halbe Stunde, nachdem dieses Filmchen gedreht wurde, wurde dieser Laden geplündert. Und die Idee dahinter ist halt, im Englischen nennt man es die Broken Glass Theorie. Das ist halt so eine Art Psychologie. Also wenn das erste Mal die Scheiben eingeschlagen sind, dann ist sozusagen so ein Tabubruch, so eine Schwelle überschritten und dann braucht man sie einfach nur sich überlassen. Und dann gibt es halt auch genügend in USA, genügend Kriminelle, deren Verantwortung dann immer noch bei ihnen liegt. Aber dann gibt es halt dann genügend Leute, die sagen, wow, es geht los. Vielleicht eins noch, da war auch auf dem Laden dann ein Graffiti geschrieben, das konnte man ja auch in dem Video sehen. Ihr könnt euch das ja in Ruhe dann nochmal anschauen. Und da stand drauf, auf dieses Graffiti war geschrieben so, free shit for everyone. Und das soll auch, das kann man auf dem Video nicht sehen, aber es soll auch derselbe Typ, bevor er die Scheiben eingeschlagen hat, draufgesprayt haben. Und das ist sozusagen der Aufruf zum Plündern. Hier geht rein, jetzt ist es offen. Und tatsächlich, so hat es angefangen. Und das muss man sich fragen, wer ist das? Und letzten Endes, das Ergebnis davon ist doch immer nur, dass der legitime Prozess von Menschen kriminalisiert wird, indem eskaliert wird. Und die Leute finden dann gar nicht wirklich ihr Gehör. Wir haben diese Strategie der Spannung und der Genre-Provokateure schon an so vielen Gelegenheiten gesehen, auch in Europa. Aber jetzt mal euer Take. Ich meine, wer ist Umbrella Man? Was macht der Typ da?
Ja, vor allem das Wort Umbrella Man ist in der amerikanischen Geschichte ja schon einmal ganz wichtig aufgetaucht. Und zwar am 22. November 1963. Wir erinnern uns an den Zapruder-Film. Da gibt es auch einen Mensch, der an diesem Dealey Plaza stand in Dallas, wo das Ganze passiert ist. Und der hat auch an helllichtem Tag bei Sonnenschein einen Regenschirm aufgehabt. Und viele, die sich mit Geheimdienstsachen auseinandersetzen und das analysiert haben, sagen, dass das eben ein Trigger war. Das war das Zeichen für die einzelnen Kommandoteams, jetzt zuzuschlagen. Also sprich, der Befehl ist erfolgt, der Regenschirm ist offen, go. So nach dem Motto, letzte Absprache, das ist das Zeichen, wenn der den Schirm aufmacht, schießen. Und das ist eine Anlehnung an den Umbrella Man. Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die ihn so bezeichnen, eben an so eine Deep State-Geschichte wieder erinnern wollen. Es ist zumindest den Gedanken, den ich jetzt gerade habe. Und mich würde es nicht wundern, wenn man jetzt eben diese Ausschreitungen nützt, um eben von dem anderen Geschehen weitflächig abzulenken. Ja, also Amerika ist ja der Hotspot, wenn man den offiziellen Zahlen nachgeht, an Sachen Corona, ist ja da number one in the world sozusagen mit den Opfern, mit den angeblichen Opfern. Und die Stimmung da drüben ist natürlich alles andere als harmlos. Wir sehen seit Wochen Bilder von kilometerlangen Autoschlangen, wo sich die Leute irgendwie anstellen an Essensausgabeeinrichtungen und viele Leute da drüben einfach schlichtweg hungern. Es gab eine Flut an Obdachlosen, die sich in den letzten 2 Monaten entwickelt haben, weil Leute aus ihren Wohnungen rausgeflogen sind, ihre Jobs verloren haben. Das ist ein Desaster. Das ist ein Land am Rande des Bürgerkriegs, in meinen Augen. Und das ist jetzt, entweder kippt es komplett, oder sie versuchen das hier mit diesen vielleicht fingierten Bildern in eine andere Richtung zu lenken. Also es ist auch wieder ein Spielfeld, wo alles gerade offen ist. Das ist alles jetzt im Möglichen. Ich sehe jedes mögliche Szenario plausibel. Also Trump, dadurch, dass er ja schon den Protest als völlig illegitim Frank, dein Mikro ist gerade ein bisschen leise. Kannst du irgendwas mal gucken? Mein Mikro ist leise. Ja, also Trump hat ja schon diesen Protest mehr oder weniger als illegitim deklariert und wird auch mit voller Härte dagegen vorgehen. Er hat ja schon angekündigt oder angeboten, auch die Armee im Landesinneren dafür einzusetzen. Es gibt Bilder, da wurde jetzt ein Drehteam der Deutschen Welle mit Gummigeschossen beschossen von der Polizei in Was? Minneapolis. Also Gibt es da Bilder von, da oder? gibt es auch Bilder davon. Die waren gerade bei der Berichterstattung und wurden da beschossen. Das sieht auch nach teilweise privaten Sicherheitsfirmen aus, die da jetzt auf der Straße für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Das glaube ich auch. Da wird Martial Law, was ja in den USA sowieso schon früher auch oft zu sehen war, jetzt natürlich wieder großgeschrieben. Und ja, es lenkt natürlich auf der einen Seite von Corona gut ab. Man wirft ja Trump alle möglichen Versagen vor. Man erinnere an den Times Square mit Trumps Death Clock. Also da geht die Richtung hin, es wird in alle Richtungen gespalten. Und jetzt eben auch noch wird dieses Rassismus-Ding, was die USA ja noch nie überwunden hatte, wieder hochgehalten, auch noch rausgekehrt. Das kommt zu den zig Millionen Arbeitslosen, die im letzten Quartal dazugekommen sind. Das Wirtschaftswachstum der USA, also von Wachstum kann man nicht mehr sprechen, das soll wohl dieses Jahr um 30% fallen. Also das ist ein Land, was jetzt definitiv die Weltvormachtstellung abgegeben hat und sie auch nicht mehr halten können wird, längerfristig gesehen. Und das macht sich jetzt natürlich im Landesinneren stark bemerkbar. Thomas, wie siehst du das? Ja, also diese Sache mit den Provokateuren ist ja nichts Neues. Ich meine, das kennen wir auch aus Europa. Wir kennen das auch im großen Stil, siehe Maidan. Damit es da geknallt hat, musste ja auch erstmal irgendwer anders rumschießen, damit die dann endlich aufeinander schießen, wie es ja gewollt war. Ich versuche jetzt die ganze Zeit zu überlegen, ja, Corona ablenken kann natürlich sein, aber die Schwarzen sind eine wichtige Bevölkerung für die Wahl. Und nicht zuletzt gibt es viele schwarze Wähler, die Trump wählen, weil es ihnen unter Trump, die haben mehr Jobs bekommen und so weiter. Der Wohlstand der Schwarzen ist viel mehr gewachsen als unter dem schwarzen Präsidenten Obama zum Beispiel. Deshalb versuche ich gerade zu verstehen, warum Trump jetzt etwas tut, womit er die Schwarzen verärgern könnte. Also irgendwie blicke ich noch nicht ganz durch, was da jetzt von wem wie gewollt wird. Agent Provokateur ist nichts Neues.
Demonstranten sollen gerne immer in ein schlechtes Licht gestellt werden, siehe Gelbwesten, da haben sie auch alles versucht mit Antisemitismus und was sie sich alles ausgedacht haben gegen die bösen Gelbwesten in Frankreich. Das heißt, Demonstranten zu diskreditieren ist eine sehr bekannte Linie, gerade im Westen, und ist gut erprobt. Von daher halte ich das mit dem Agent Provokateur für durchaus möglich. Und dass die USA Riesenprobleme haben jetzt. Also die Arbeitslosenzahlen sind jetzt schon fast da, wo sie bei der großen Depression waren. Also wie das weitergehen soll, ist die nächste große Frage. Und wie gesagt, ne, 30 Millionen Arbeitslose, tausende Obdachlose dazu, jetzt noch Rassenunruhen. Tja, mal sehen, wo das hinführt. Also erleichtert haben es die Amerikaner und das auch der amerikanische Staat nicht. Und die Vormachtrolle, wie lange sie die noch halten können, ist auch noch die Frage. Solange das hängt ja nur am Dollar. Solange der Dollar akzeptiert ist, können die Amerikaner ihre Armee bezahlen, weil das Ausland die Dollars nach Amerika schickt. Wenn das aufhören sollte, wenn der Glaube an den Dollar wegfällt, dann ist Amerika pleite. Und da in dem Zusammenhang finde ich auch spannend die Kommentare von Trump und einigen anderen, die darüber nachdenken, einfach die amerikanischen Staatsschulden, die sie bei China haben, nicht mehr zu bedienen. Das wird in Amerika diskutiert. Ich glaube nicht, dass das kommt, weil wenn das käme, wäre das Ende des Finanzsystems. Kannst du das mal kurz skizzieren, die Zusammenhänge, wer wann bei wem was schuldet? Ja, also die Chinesen sind der größte Kreditgeber der USA. Die Chinesen halten die meisten amerikanischen Staatsanleihen, das ist über 1 Billion Dollar. Und das ist ja das Problem. Clinton hat das mal vor Jahren schon gesagt, geh mal gegen deine eigene Bank vor. Ja, also das Problem ist, dass die USA bei den Chinesen so verschuldet sind. Das ist so dieses Risiko. Jetzt wird in Amerika tatsächlich gesagt, lass uns doch die Schulden bei China nicht bezahlen. Es könnte aber auch China jetzt anfangen und einfach die ganze Billion Staatspapiere auf den Markt schmeißen. Dann sind die ganzen Staatspapiere der USA wertlos. Also das ist aber dann würde China auch viel Geld verlieren. Das ist eine ganz, ganz komische Macht oder Waage, die sich das da hält, dieser Konflikt. Aber wie gesagt, letztendlich hängt daran Amerikas Macht. Denn nur solange Staatsanleihen und Dollars auf der Welt gewollt sind, können sie ihre Armee finanzieren. Und das wird ja nun auch wieder rum an das Corona-Narrativ gekoppelt. Denn da haben wir auch schon drüber berichtet, wird ja in den letzten Wochen, gerade in Amerika, ist es ja ganz deutlich so, dass der schwarze Peter den Chinesen in die Schuhe geschoben wird. Und wenn jetzt sozusagen Amerika die Kredite, Rückzahlungen oder die Kredite nicht mehr bedienen will von den Chinesen, dann nicht, oder zumindest sagen sie nicht, hey, wir können die nicht mehr bedienen, weil wir sind de facto pleite, sondern sie sagen, nein, wir bedienen die nicht mehr, weil wir behalten es sozusagen schon als vorauseilend, als Schadensersatz, denn ihr habt, also ihr Chinesen habt diese Corona-Krise erst angefangen und habt sozusagen uns in Amerika geschadet. Also so möchte man das dann auch der Welt dann sozusagen verkaufen, ja. Ja, also darauf läuft es hinaus oder kann es hinauslaufen. Man muss es abwarten. Ich meine, China kann ja auch reagieren. Ne? Also China kann die Dinger dann auch auf den Markt schmeißen. Ist, wie gesagt, die Sache ist kompliziert und diese Proteste sind ein kleiner Teil davon, der im Augenblick sehr groß aufflackert. Mal gucken, wohin das führt. Also da ist viel in Bewegung. Weil das Wort Bürgerkrieg gefallen ist, Bürgerkrieg ist ein großes Wort, vor allem in den USA, weil die hatten einen Bürgerkrieg schon mal und das war der größte Krieg, den Amerika überhaupt je hatte. Also 600.000 Tote, gell? Unfassbar. Mehr so, wie in allen anderen zusammen. Ich wollte da nur anmerken, so, weil jetzt auch ganz viele Leute so diese Riots, die jetzt passieren, das ist krass, das ist für uns Europäer krass, aber es ist, wie der Kollege Thomas gerade gesagt hat, das ist in Amerika nichts Neues. Und viele jetzt auch von den jüngeren Zuschauern, die meinen, boah, ist so krass, Amerika, Riots und auch Trump. Das ist ein Thema, das ist erstmal völlig unabhängig von Trump oder Democrats oder sowas. Das ist Amerika, Riots. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist da noch gar nichts im Vergleich zu dem, was beispielsweise in den 60er Jahren passiert ist. Das wissen viele nicht, aber in den 60er Jahren, da gab es Riots. In so vielen Städten in Amerika, da sind zum Teil die kompletten Innenstädte abgebrannt. Da gab es dann 500 kaputte Gebäude, die abgebrannt sind. Damals haben die Black Panthers noch auf die Feuerwehr geschossen und so. Also das hat auch Amerika überstanden. Es scheint tatsächlich, das ist ein Teil von Amerika. Deswegen Bürgerkrieg ist ein großes Wort. Aber in der Tat, als jemand, der auch durchaus ein Herz für Amerika hat,
Es ist besorgniserregend, weil auch da ist es so wie bei dem Thema, Robert, was wir vorhin hatten. Es ist eine historisch einmalige Zeit und deswegen ist es durchaus nicht undenkbar, dass auch krasse Dinge passieren und dass das in Amerika noch weiter eskaliert, würde ich nicht ausschließen. Ne? Wir wollen mal das Wort Bürgerkrieg definieren. Wenn im Irak 30.000 Menschen pro Jahr erschossen werden, ist das Bürgerkrieg. Unbestritten. In den USA werden jedes Jahr 30.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Und die USA sind im Bürgerkrieg. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Du hast nur mal so am Rande. Also von der Definition her, ja, Second Amendment, das Recht auf Tragen von Schusswaffen, da ist es ganz normal, dass überall jemand erschossen wird. Also wir kriegen nur die Massenerschießungen mit. Wenn es über 10 Leute sind, dann wird es berichtet und drunter nicht. Das ist in New York in einer Nacht Dutzende Tote durch Schusswaffen. Ja, also schon seit Jahrzehnten. Ist normal da. Ja. Wie heißt es? Da gibt es doch 1000 Sendungen, die das alles aufnehmen auch. Diese ganzen Krimiserien, das ist ein anderes Thema. Ja, kannst du jede Krankenhausserie aus Amerika gucken, die kommen nicht ohne Schusswaffen, ohne Schussopfer auf in den Notausnahmen. Das ist da normal. Das ist da normal. Muss man einfach sehen. Thomas, ich habe auf deiner Seite einen Artikel gelesen, da ging es um die Gefahr, die von den Atomwaffen ausgeht, nämlich dass die Gefahr eines Atomkrieges erhöht sei. Schilder uns doch mal bitte, wie du darauf kommst. Das ist relativ einfach erklärt. Atomkrieg. Muss man sich überlegen, was ist die Logik hinter einem Atomkrieg, so pervers das jetzt klingt. Die Logik ist, ich kann einen Atomkrieg gewinnen, wenn es mir gelingt, die Waffen des Gegners auszuschalten, bevor er reagieren kann. Ja, also einfach gesagt, wenn Amerika es gelingen würde, die russischen Kommandozentren und die Atomwaffenbasen mit Atomwaffen zu zerstören, könnte Russland nicht mehr antworten und der Krieg wäre gewinnbar. Das ist die Atomkriegslogik. Und die Abschreckung funktioniert so, dass man sagt, du kannst nicht gewinnen, weil ich habe trotzdem immer noch die Möglichkeit, zurückzuschießen. Also am Ende sterben wir beide. Wer zuerst schießt, ist als zweiter tot. Und nun gibt es in Amerika immer wieder Leute, auch die der Meinung sind, man könnte einen Atomkrieg schon gewinnen. Ne? Es gab ja die ganz große Spinner früher, die sagten, wenn bei uns einer überlebt, bei denen keiner, haben wir gewonnen. Und ist wirklich so, gab es ja. Und die Überlegung gab es immer unter Falken in Washington, dass man einen Atomkrieg gewinnen könnte. Und jetzt ist die Situation die, es geht ja dabei um die Vorwarnzeit. Das heißt also, die Gefahr ist ja ein Atomkrieg aus Versehen. Es gab ja mehrere Fälle, wo falsche Daten gezeigt haben, die andere Seite greift uns an. So, der dramatischste Fall war 1982, da hat ein sowjetischer Oberst, war das? Oberstleutnant, sorry. Mhm, ja. Petrov, der hat Dienst gehabt, Nachtschicht, und plötzlich kam die Computermeldung, Alarm, amerikanische Atomraketen sind gestartet. Und der hat dann ganz besonnen reagiert, weil es hat eine halbe Stunde Zeit, bis die von Amerika nach Russland kommen, der hatte so Zeit zum Nachdenken, und hat sich gesagt, nee, das muss ein Fehler sein, weil wenn, dann würden sie alle starten und nicht nur da. Und hat dann also hat gegen seine Befehle verstoßen und nicht automatisch den Gegenschlag angeordnet. War korrekt, es war ein Satellitenfehler, der Satellit hat Sonnenaufgang mit Atomraketenstart verwechselt. So. Ja, Licht ist Licht, nicht? Und der Doktor sagte, hell, blöd. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir das Problem, dass die Amerikaner in Europa den Raketenschild aufbauen. Klingt immer so toll, Raketenabwehrsystem, so tolle Verteidigung und so. Dieses Ding wird aufgestellt in Rumänien und Polen. Das Problem ist, und das wird in Deutschland nicht berichtet, kann aber jeder mit ein bisschen Google ganz schnell rausfinden, merkt euch folgende vier Dinge, MK41, das sind die Abschussrampen für die Raketen. Und diese Abschussrampen sind also für die Abwehrraketen sind die gleichen Abschussrampen, die man auch für Tomahawk-Raketen benutzt. Ja, normalerweise sind die dann auf Schiffe und die haben sie jetzt von Schiffen einfach auf Land einbutoniert und dann kannst du von da aus entweder eine Abwehrrakete oder eine atomar bestückte Tomahawk starten. Flugzeit nach Moskau 4 Minuten. So. Also sprich viel kürzer wie bisher. Ja, so, das Problem ist, jetzt sitzen die Russen da und das hat Putin auch schon offen gesagt, wenn da jetzt was startet, woher soll ich denn wissen, was das ist? Ich muss ja, wenn da was startet, sofort zurückschießen. Ich habe 3 Minuten zum Reagieren. Ja? Und ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Abfangrakete oder ist das eine Atomrakete? So, und das ist das Problem, was wir jetzt haben, wenn dieses Raketenabwehrsystem, das sogenannte, installiert ist, dann haben die Russen keinerlei Vorwarnzeit mehr. Das heißt, da muss immer einer mit dem Finger auf den Knopf sitzen und warten, geht's los oder nicht. Das heißt, die Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen wird durch diese sogenannte Raketenabwehr enorm vergrößert. Und umgekehrt ist es ja auch so, oder?
Hatten wir das nicht schon mal angesprochen, Thomas? Das Hyperschall-Waffenprogramm der Russen, ja, die ja sowohl unter Wasser als auch in der Luft und Raketen und so weiter, diese Hyperschall-Sachen, und das ist ja dasselbe. Das ist dann so schnell, also was im Kalten Krieg halt noch eine halbe Stunde war, wird heute eingedampft auf 5 Minuten. Ja, und das ist, finde ich, richtig spannend, dass du das Thema hier aufbringst, weil das sind keine guten Nachrichten. Ne? Ja, wobei das Schlimme an der Geschichte ist, die Doktrin. Die amerikanische Doktrin behält sich einen atomaren Erstschlag ausdrücklich vor. Offizielle Politik der Amerikaner: wir schließen einen atomaren Erstschlag nicht aus. Doktrin der Russen: wir schließen ihn aus. Wir benutzen Atomwaffen nur als Reaktion auf einen Atomangriff oder wenn das Land in seiner Existenz bedroht ist. Genau, Thomas, weißt du noch, wann diese Doktrin war? Ich kann mich da auch dunkel erinnern, also was du sagst. Das stimmt, das war doch auch, weil dann eben in den 90ern wurde es doch dann diskutiert, hey, der Kalte Krieg ist eigentlich vorbei und müsste man nicht auch diese grundsätzliche Militärdoktrin mit dem atomaren Erstschlag, müsste man die nicht eigentlich überarbeiten? Und weißt du noch, unter welchem Präsidenten das dann geschehen ist? Weißt du da noch was? Ich glaube, das ist schon ewig. Das ist ja nicht neu, diese Doktrin. Man hat sie einfach nicht geändert, genau so war es. Man hat es einfach beibehalten, während, glaube ich, eben Russland, was ja dann Russland war, nicht mehr Sowjetunion, hat halt sich von den alten Sowjet-Militärdoktrinen, die ja tatsächlich auch gab und die ja auf Weltrevolution oder sowas auch gesetzt haben, von denen hat man sich dann verabschiedet, oder? Ja gut, Weltrevolution machen die Amerikaner auch, nur die nennen es demokratisch oder kapitalistisch, ist ja auch Weltrevolution, also es ist ja also ja, das ist das Problem, diese Doktrinen gibt es immer und die Amerikaner behalten sich eben den Erstschlag ausdrücklich vor und stellen nur noch die Waffen dafür direkt in die Haustür der Russen. Nicht schön. Nicht schön. Und ja, wie gesagt, was willst du dazu sagen? Die Hyperschallwaffen sind natürlich auch eine Geschichte. Die Russen sagen eben, ihr könnt ja von mir aus, könnt ihr uns ja wegbomben. Wir haben noch die U-Boote draußen. Und die U-Boote werden garantiert noch abschießen können, bevor das Ganze vorbei ist. Also Atomkrieg ist nicht zu gewinnen. Und die Gefahr, dass er durch Versehen entsteht, wird durch diese Raketenabwehr extrem groß. Mhm. Da bleibt eben die Spucke weg, eigentlich. Dabei wissen wir doch alle, die Raketenabwehr, die schützen uns doch nur potenziell vor dem Iran. Oder? Ja, natürlich. Gemeinsame Grenze mit Polen. Ne? Darum steht die auch in Polen, weil sie gegen den Iran ist. Ja. Ist klar. Das ist lächerlich. Nochmal zurück auf das eins der Ausgangsthemen, was uns gerade hier ein bisschen weitergeführt hat, und zwar die innenpolitische Situation in den USA. Thomas, du hast es vorhin gerade mit den 60er Jahren verglichen und ich sehe jetzt hier eine gewisse Parallele zu dieser Zeit, weil nämlich das, was den Amerikanern damals auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet hat, war das Apollo-Programm. Also ich habe einiges recherchiert zu diesem Thema. Das ist ja auch mein Lieblingsthema, mehr oder weniger. Ich glaube, dieser eine Vortrag, der hat jetzt 500.000 Klicks oder noch mehr über die Mondlandung. Ich weiß, dass wir nicht alle einer Meinung sind hier, aber ich sage nur so, die Situation damals war eben, nachdem Kennedy 63 erschossen wurde, sein Bruder 68 und dann noch Martin Luther King und Malcolm X und diese ganzen Unruhen, die damals natürlich, wie du gesagt hast, noch viel verheerender waren wie jetzt, hat dieses Apollo-Mondprogramm wirklich mehr oder weniger Amerika sich selber wie Münchhausen aus dem eigenen Schopf aus dem Graben gezogen. Und ich sehe jetzt gerade eine ähnliche Parallele mit SpaceX. Ironischerweise. Also sprich, auf der einen Seite haben wir das Land, das zerfällt und wir sehen hier wirklich Berichte, die vielleicht gesteuert oder nicht gesteuert an das ganz Übles ahnen lassen. Und gleichzeitig haben wir gestern den Beginn eines neuen Zeitalters in der Geschichte der Raumfahrt erlebt. Ich habe es mit einem Auge verfolgt, wie gesagt, oder auch im Radio, ich war unterwegs, konnte nicht genau viel schauen jetzt, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, Launch America ist eine neue Phase in der Geschichte der Raumfahrt. Nicht nur so, dass Amerika wieder jetzt nach 9 Jahren zum ersten Mal selber einen Astronauten mit hochschießen kann. Die waren ja bis jetzt auf die Russen angewiesen, mit 80 Millionen Dollar Ticket mit der Soyuz hochzufliegen. Jetzt haben sie ein eigenes Vehikel, eigene Astronauten, wir sind back again. Launch America, America first und so weiter. Und wenn man sich mal die Bilder anschaut im Vergleich zu dem, wie es vorher früher war, ich habe da mal was vorbereitet, einen kleinen Moment. Hier mal eine einfache Bildersuche von Inside Soyuz. Also was wir hier sehen, sind eben wie in einer Soyuz-Kapsel die Astronauten da eingepfercht sind. Also es ist wirklich
ziemlich eng. Und auch wenn wir so das Design anschauen von dieser ganzen Raumkapsel, dann ist der Ursprung von dem natürlich irgendwann in den 60er, 70er Jahren. Und dann ist es technisch natürlich immer wieder erweitert worden. Auch die Russen haben natürlich tolle Computer da drin und Flachbildschirme. Also ich bin mir sicher, das ist jetzt nicht das aktuelle Design von der Sojus-Kapsel. Da gibt es ein bisschen mehr Bling-Bling wahrscheinlich schon. Aber wenn wir jetzt einfach mal den Vergleich anschauen zu einem Innenleben einer Crew Dragon Kapsel, dann sehen wir schon einen deutlichen Unterschied, alleine was das Design angeht. Wenn wir uns die Astronauten angucken, das sind die beiden Testpiloten, da gibt es auch ein geiles Feature über die beiden, sind super, super coole Jungs, also Testpiloten und sowas, die Besten der Besten. Und die sind mit einem Tesla-Auto abgeholt worden zu der mega stylisch verkleideten Startplattform. Die haben hier so einen, das ist das Innenleben von dieser Crew Dragon Kapsel. Also wenn ich das anschaue, dann bin ich bei Stanley Kubrick gelandet, ja, wie er in 1968 mit seinem Film 2001 schon hier die Zukunft beschrieben hat. Also was ich sagen möchte hier ist jetzt eben zufällig genau zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier in Amerika drüben wie wir in Amerika drüben diese Unruhen haben, haben wir jetzt eben gleichzeitig auch wieder so ein, nicht Ablenkungsmanöver, aber zufälligerweise wieder so ein Zeitfenster, wo etwas Außergewöhnliches passiert, was mit Weltraum zu tun hat. Ist jetzt meine naive Meinung, dass das vielleicht auch nur zufällig ist, keine Ahnung, aber ich finde es erstaunlich, vor allem weil mich als Raumfahrtfan sowas natürlich echt total begeistert auch. Ich habe da wirklich auch und denke, wow, das ist die Zukunft, wo immer sie uns auch hinführt. Aber was sind eure Gedanken zu diesem Geschehen, was da jetzt gerade passiert? Also ich finde faszinierend hier das Design, wie sich das verändert hat. Mhm. Und ja, es sieht halt aus wie Hollywood. Und hey, guess what? Es ist Hollywood. Ja? Also zumindest die neuen Anzüge, weißt du, früher waren es immer so dicke Dinge und wer weiß, was da ist nötig, war auch die Helme so klobig. Also die Anzüge, die hat auf jeden Fall ein Hollywood-Designer designt, José Fernández. Und der ist so hauptberuflich, arbeitet er in Hollywood und macht für Filme wie Batman und Captain America, macht er dort die Kostüme. Also das heißt jetzt nicht, dass ich damit sage, das ist jetzt alles nur eine Hollywood-Produktion, aber da kommt das Design her, definitiv. Ja gut, die Amerikaner sind PR-Profis. Ich meine, ich war ja auch mal in Florida, habe mich auf das NASA-Gelände führen lassen. Das ist alles nur PR und Werbung. Ich meine, es geht um Geld. Die NASA braucht Staatsgeld. Um Staatsgeld zu bekommen, muss sie sich in einem guten Licht präsentieren. Dazu gehört Design, dazu gehört diese ganze Präsentation, diese ganze Show, damit die Leute sagen, Raumfahrt finden wir geil, gibt dafür Geld. Das ist in Amerika alles Werbung und PR. So, und von daher ist das jetzt wenig überraschend, dass sie da wieder viel Brimborium gemacht haben. Wobei, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe da jetzt keinen so großen Schritt. Gut, klar, die Amerikaner können wieder Leute ins All schießen. Das konnten sie früher auch. Also es ist jetzt nicht so viel Neues passiert. Sie haben nur mal wieder was getan, was sie früher schon mal konnten. Also solange sie nicht zum Mars fliegen, ist für mich jetzt nicht viel passiert. Sie können ihr wieder eine Rakete hochschießen. Na und? Ja, genau so ist es doch. Das habe ich auch gedacht. Ich habe auch kurz mal Samstagabend dann auch mal geschaut. Dann denke ich mir, okay, eine Rakete. Toll. Ich meine, ich kann nicht, wo ist die Aufregung? Weißt du, in den 60ern, da kann ich schon verstehen, dass Leute begeistert waren. Aber ja, ich meine, Apollo war was anderes. Das war ein riesen, da war die Welt dahinter, war neugierig, die Euphorie war da und so weiter. Die fliegen ständig und Telefone haben Satellitennavigation. Kinder, das Weltall ist vor der Haustür. Jetzt können die Amerikaner wieder hochfliegen. Glückwunsch. Na und? Na und? Aber hey, jetzt kann ihre Rakete ja auch wieder landen. Das ist ja auch technisch dann schon was Neues, oder? Ja, vor allem etwas, was wir seit 2015 erst wieder können, obwohl wir es ja eigentlich früher schon konnten. Ja, so. Also da gehen wir jetzt aber nicht rein in dieses Thema. Das würde zu weit führen. Ja gut, ich meine, das macht die Sache billiger. Ich meine, je weniger du wegschmeißt, wenn du die Stufe mehrmals benutzen kannst, sinken natürlich die Kosten. Das ist jetzt nicht dumm, es ist wohl technisch sehr kompliziert, aber anscheinend haben sie es hingekriegt. Wie hat man das in Russland aufgenommen, diesen ganzen Start dort am Samstag? Also berichtet, ja, die Amerikaner sind jetzt hochgeflogen, na und? Business. Also wirklich, ich meine, wir fliegen ständig hoch und jetzt können die Amerikaner es auch wieder, na und? Mhm. So, es ist, ja, was denn? Die Chinesen können es, die Russen können es, die Amerikaner können es wieder, so, na und? Aber vielleicht eins, was man noch erwähnen sollte, was mir wichtig wäre, ist, weil viele Leute meinen jetzt,
Ja, hey, aber es ist doch super, weißt du, private Weltraumfahrt, endlich muss man da nicht mehr so viel Steuergelder reinstecken, sondern das übernimmt jetzt die freie Wirtschaft. Das ist aber gar nicht so. Oder? Also allein in dieses Projekt, hier dieses Dragon-Projekt jetzt hier zur Soyuz wiederzukommen, hat die NASA an SpaceX über 3 Milliarden Dollar investiert. Und die Frage, die sich Kritiker stellen, ist, hast du für diese über 3 Milliarden Dollar, die also die NASA, das ist ja Steuergeld, amerikanisches Steuergeld, kriegst du für diese 3 Milliarden Dollar irgendwelche Firmenanteile, sprich Aktien von SpaceX? Bekommst du eventuell Anteile an Patenten, die entstehen, wenn man für 3 Milliarden neu forscht, neue Dinge entwickelt? Ist ja alles auch dann wieder ein Patent? Kriegst du da irgendwas zurück? Und meines Wissens nach nein. Und die Kritiker sagen, was hier doch passiert ist, die Gewinne sind privat, die gehen in private Hand, die gehen in die Hand von SpaceX und die Investitionskosten von über 3 Milliarden, ich weiß nicht, wie viele Raketenflüge es braucht, bis sich das wieder amortisiert, die kommen vom Steuerzahler. Ja, so ist das doch auch mit diesem Programm. Wir hatten das in der Tacheles-Sendung mal gehabt mit dem Thema, jetzt diese 7 Milliarden, die sie da gesammelt haben für die Entwicklung vom Impfstoff. Mhm. Ja, ist ja Quatsch, da machen sie auch nichts anderes, als dass sie der Industrie sagen, hier habt ihr das Geld, forscht, das Risiko tragen wir bezahlen und wenn es dann Gewinne gibt, dann könnt ihr die einstreichen. Ja, so, und so ist es hier mit der Geschichte auch. Das heißt, Boeing und SpaceX sollen jetzt die Dinger bauen, also die Amerikaner haben nachher 2 Raketen, wenn Boeing dann irgendwann mal funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt teurer gewesen wäre, wenn die NASA selbst 1 Rakete entwickelt hätte, die das kann. Nein, jetzt haben sie 2 Raketen entwickelt und private Firmen streichen die Kohle ein. Ja. Natürlich ist das reines Steuergeldverschieben an Konzerne. Das ist offensichtlich, das muss man nicht diskutieren. Vor allem Elon Musk, der mit SpaceX hier ganz mit vorne dabei ist oder das eben ermöglicht hat, ist ja auch derjenige, der sein Starlink-Programm mit Hilfe wem auch immer umsetzt. Also sprich, zehntausende Satelliten nach oben schicken für ein flächendeckendes Internet. Ja, also sprich, wer schon mal diese Perlenkette gesehen hat, der Satelliten, die da wie an einer Perlenschnur entlanggezogen, entlangfliegen, wenn das alles oben ist, das sind jetzt erst ein paar tausend, die planen 60.000 von diesen Satelliten, dann gibt es keinen ruhigen Sternenhimmel mehr, sondern siehst du immer überall Lichter rumschwirren. Es wird dann, also ich liebe das ja, Satelliten zählen. Wenn du im Sommer einfach mal in der Wiese liegst oder in der Sonne in der Liege in der Nacht und guckst da oben, spätestens nach 5 bis 10 Minuten kommt wieder einer entlang geflogen. Ganz schwach oft nur, aber du siehst sie zu Dutzenden in einer Nacht. Und das wird dann immer so sein. Also ruhiger Sternenhimmel passé, ja, dann eigentlich. Sternschnuppen schauen wird dann schwieriger. Das wird einfacher, die fallen alle irgendwann wieder runter. Alle 60.000 kommen wieder runter. Ja, die siehst du dann auch nicht. Die sind so klein, die verglühen, das sieht man eigentlich gar nicht. Gell? Aber wie seht ihr das? Also sprich, Elon Musk ist der große Profiteur, ist aber gleichzeitig auch derjenige, der an den Plänen mit Starlink mitarbeitet. Es ist einfach nur ein naiver, genialer Kopf, der halt auch mit seinem Geld das machen kann, was Bill Gates mit impfen kann? Oder gehört dazu zur Kabale dazu? Du, das eine schließt das andere ja nicht aus. Er kann ein genialer Kopf sein, der dann in die Kabale aufgenommen wird, das weiß ich schon. Tatsache ist, er greift gute Kohle an. Mhm. So, das ist das, was man festhalten kann. Der Mann macht richtig Geld auf amerikanische Steuerkosten. Habt ihr das mitbekommen, wie der jetzt seinen Sohn nennen will, sein Kind? Nee. Weil das sagt alles aus, was Geisteskind eigentlich diese Elon Musk ist. Der möchte sein Kind den Namen geben, jetzt pass auf, dann so ein Symbol AE, als wo die Buchstaben verschmolzen sind. Das soll das Symbol sein für Artificial Intelligence. X minus XII. So soll das Kind heißen. Und ausgesprochen heißt es dann? Weiß ich nicht. Aber weißt du, das ist ein Name, so kann man sein Virus nennen oder ein Patent oder irgendeine Maschine oder ein Robot, aber ja. Das ist halt, das ist kein Menschenname mehr. Weißt du, das jeder normale Mensch kann das verstehen, hey, der Typ hat doch einen Schuss. Das ist halt, ja, da kannst du halt erkennen, was diese ganze transhumanistische Vision, wohin das halt führt. Also ich meine, der Trend in Amerika. Überlegen, ob man solchen Leuten vertraut. Ja. In Amerika bei Promis ist es sowieso seit ein paar Jahren Trend, geschlechtsneutrale Namen zu nehmen. Irgendwelche super Promis wie Gwyneth Paltrow oder was weiß ich oder Angelina und so. Irgendjemand sucht das euch raus. Es gibt ein paar Namen, die sind so ganz Ajax. So, ist es Mädchen oder Junge? Keine Ahnung. Ajax Putzmittel.
Ja, eben. Es gab auch mal einen Comic, der so hieß. Aber man weiß es nicht, gell? Also das ist natürlich mit dem Namen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch spooky. Also ist nicht so meins. Ich denke, das ist einfach PR. Ja, und viele Leute greifen das halt auf auch, ja. Ja, es wird jetzt bestimmt ganz viele AIXC539C3POs geben. R2D2. Sofern es denn erlaubt wird von den Standesämtern. In Amerika ja. In Amerika darfst du alles. In Deutschland wird das nicht durchgehen. Tatsächlich war es so, das ist ja dann Kalifornien, die leben in Kalifornien. Ursprünglich war die Version, der letzte Namensteil war A minus, also Bindestrich 12. Aber dann hat das kalifornische Gesetz dann doch gesagt, Zahlen darfst du nicht verwenden. Und jetzt haben sie eben die Zahl 12, machen sie jetzt halt in römischen Zahlen. Das heißt jetzt XII hinten. Ne? Und um was es dort geht, ist also so Anspielung auf Technik. X als die große Unbekannte, AE ist dieses Artificial Intelligence und A-12 ist, glaube ich, das Lieblingsflugzeug der Musks. Also ich meine, so wird dann ein Kind genannt. Gott sei Dank fährt er kein BMW, ist ein Kind. Jungs, super spannend mit euch drüber zu quatschen. Könnte ich jetzt noch stundenlang machen, aber vielleicht kommen wir aufs Wesentliche zurück. Wir sind ja immer noch in dieser ganzen Homeoffice-Lockdown-Paniknummer auf der ganzen Welt unterwegs. Während bei uns jetzt langsam alles runterfährt, ich habe vorhin gerade noch im Radio gehört, die Hotels sind wieder offen in Bayern. Dann gibt es Lockerungen in den Biergärten und hier und hier und hier. Das erinnert mich an das, was du gesagt hast, Frank, vorhin, dass man sich so langsam jetzt rausschleicht aus dieser ganzen Nummer. Uns geht's relativ gut. Ja, ich fühle mich immer noch beschissen, wenn ich mit so einer Maske in einen Laden gehen muss. Ich war neulich im Tierladen, junger Verkäufer, immer gut drauf. Und er so, hey Robert, was ist los? Bist du schlecht drauf mit mir? Und da bist du schlecht drauf. Und da ist mir erst aufgefallen, wie ich mich selber verändere, wenn ich diese scheiß Maske aufsetzen muss. Da habe ich so einen Zorn eigentlich, dass ich mich jetzt dem unterwerfe und keinen Bock habe, hier auf Konfrontation zu gehen, weil ich einfach, ich will nicht da rumschreien und ist nicht mein Ding einfach, ja. Ich habe Obey vorne draufstehen, das ist schon meine Art von Protest. Aber ich leide unter dieser Maske und das tun viele auch und das ist noch wenig, wie es in anderen Ländern ist. Wie ist denn jetzt so zum Schluss ein paar Gedanken von euch die Wahrnehmung, was sich jetzt gerade weltweit so tut? Wird es jetzt als Randerscheinung in die Geschichte eingehen und ohne die große Welle? Die Menschen gewöhnen sich dran. Was ist so, was spürt ihr gerade in den letzten paar Tagen? Fangen wir mit unserem Auslandskorrespondenten an. Wie ist die Stimmung in St. Petersburg? Versuch einfach Blendend. mal ins Blaue zu schießen, Thomas. Du machst das nicht gern, aber so, geh mal in die Glaskugel. Guck mal in die Glaskugel. Also, was kann ich über Petersburg sagen? Hier ist alles entspannt. Ich meine, Lockdown ist noch teilweise. Aber weiß nicht, wir nehmen es alle irgendwie ganz locker. Ne? Wann Hast du kommt denn gemacht? dein Rasierer zum Einsatz? Wann kannst du wieder mit deinen Kumpels in die Bar gehen? Ja, das weiß kein Mensch. Also mit Bars sind das noch ganz weit hin. Jetzt sind noch nicht mal Restaurants auf, gar nichts. Also es gibt jetzt, ich war am Freitag mal wieder im Zentrum. Tatsächlich ist es wohl so, dass die ersten Restaurants auf der Straße schon einzelne Tische wieder aufgestellt haben, wo man Kaffee trinken kann. Aber grundsätzlich ist das alles noch dicht. Also von daher mit Bar und Bier trinken auf das Ende der Corona-Zeit, das wird mit der Zeit dauern. Das heißt, rasieren ist erstmal noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist, nebenbei gesagt, in Petersburg herrscht ja jetzt Masken- und Handschuhpflicht. Handschuhe. Ja, Handschuhe. So, witzigerweise trägt kein Schwein eine Maske. Die rennen alle ohne Maske rum. Das fand ich total interessant. Die Polizei bestraft auch nicht. Also, es interessiert keinen Menschen. Also nicht nur in einem Geschäft, sondern auch in der Öffentlichkeit musst du mit Maske rumrennen. Ja. Und keiner macht's. Nee, also die wenigsten. Die wenigsten. Das fand ich Und jetzt interessant. Handschuhe, was für Handschuhe? So Gummihandschuhe, egal. Auch kannst du auch Wollhandschuhe anziehen oder was? Ja, weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist. Wahrscheinlich kannst du auch Wolle anziehen, keine Ahnung. Aber es trägt keiner. Ich fand es lustig. Also ich fand es echt interessant, dass kaum einer diese Masken und so weiter getragen hat. Ja, war so ein Eindruck, den fand ich spannend. Prognose ist ja schwer zu sagen. Ich meine, ich sage es immer wieder, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig über dieses Virus. Und wenn ich Geschichte zurückgucke, erste Welle der spanischen Grippe, da ist auch nicht viel passiert. Da war auch Lockdown, da waren die Leute alle ganz stinkig und dann kam die zweite Welle und hat sie alle umgehauen. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Wir werden es sehen. Also kann sein, dass nie wieder was kommt. Wir gewöhnen uns an Corona und ist gar nicht so schlimm. Kann wie spanische Grippe in der zweiten Welle geben, die es uns um die Ohren haut. Ich habe keine Ahnung, wie es kommt. Ich bin völlig offen und warte ab, was passiert. Ich lege mich da nicht fest. Die Herren. Ich schließe mich da wirklich dem Thomas an. Also ich sehe es ähnlich.
Ich habe letztens auch hier für Noviso ja eine Sendung gemacht, wo ich auch so die Grundthese ist, wir wissen so unglaublich wenig über diese Welt der Viren und über Wechselwirkungen und so weiter, dass ich da auch nicht jetzt wage, eine Prognose aufzustellen. Aber allein jetzt in den letzten Tagen, wo ich mich viel in Amerika beschäftigt habe, ich glaube, das jetzt werden wir langsam dann halt diese ganzen Auswirkungen, die dieser Crash halt hat, mit denen werden wir zu tun bekommen. Ob dann auch nochmal dieses virologische Geschehen dann auch nochmal heftiger wird, boah, wer weiß. Da wage ich keine Prognose. Ich habe ja diese Prognose schon gewagt und habe ja genau das gesagt, dass dann sozusagen ab Herbst zu den ganzen Folgen und Schäden, die uns dann bewusst werden, wahrscheinlich werden wir bis dahin auch weiterhin Unruhen in den USA haben. Der Wahlkampf in den USA wird das Ganze noch steigern und was in den USA passiert, wird sich dann auch irgendwie auf die ganze andere Welt fabrizieren. Einen Haufen Krisenherde haben wir ja schon. Wir blicken hier von Europa aus und ich glaube, auch hier wird es ungemütlich. Und ich glaube tatsächlich, das könnte sein, weil man ja jetzt immer von der Infektiosität redet und man ja jetzt auch jeden Fall, der irgendwo auftaucht, da wurden welche infiziert, es wird alles berichtet. Also man hat da schon irgendwie weiterhin das Augenmerk darauf, um eben weiterhin deutlich zu machen, das war ja alles völlig gerechtfertigt, was wir hier gemacht haben, weil die Schäden, die sind ja noch gar nicht berechnet. Aber man ist sich darüber bewusst, dass die kommen werden. Und deswegen gibt es einfach dieses Interesse, hauptsächlich von Politik, aber eben auch von Medien, dass das Ding jetzt nicht völlig harmlos ist. Und da muss schon noch irgendwie was passieren. Und ich glaube auch, das ist ja relativ normales Infektionsgeschehen. Du hast gerade den Vergleich zur spanischen Grippe gezogen. Ja, ich bin davon überzeugt, da wird eine zweite Welle kommen. Man wird dann wieder kräftig testen und diese zweite Welle uns wieder mit ganz vielen roten Zahlen um die Ohren hauen. Das könnte tatsächlich dann nochmal eine Steigerung dessen sein, was wir jetzt erlebt haben. Aber es wird auch damit einhergehen, dass eben viele Menschen die Maßnahmen, wenn sie dann erneut angeordnet werden, nicht nochmal mitmachen, weil sie beim ersten Mal gemerkt haben, war doch gar nicht so schlimm und ich hatte einen enormen Schaden, nochmal mache ich das nicht mit. Das wird das Ganze quasi noch mehr steigern, dahingehend, dass man das Volk noch mehr spaltet. Es gibt noch mehr Krawall und die Vergangenheit zeigt, dass eine zweite Welle auch dann aus rein medizinischer Sicht nochmal schlimmer ausfällt. Aber da bin ich auch schon wieder beim Kern meiner Kritik. Mich stört immer nur, dass man die Gefährlichkeit des Viruses betont und man weiß noch nicht viel darüber und es ist hochgradig ansteckend und 100.000 Tote in den USA. So, aber was mir völlig fehlt, ist, dass man auch mal dagegen stellt, dass man eben doch schon einiges gelernt hat über dieses Virus und das jetzt auch schon viel besser versteht und auch viel besser behandeln kann und aus medizinischer Sicht überhaupt gar nicht mehr diese riesengroße Gefahr besteht, wie man sie noch Anfang März hochgeredet hat, wo man wirklich oder offensichtlich noch nicht so viel wusste. Das wird mir überhaupt gar nicht oft genug erwähnt, dass man eben dieses Virus aus rein medizinischer Sicht eben heute gar nicht mehr als so gefährlich bewertet, wie man das eben noch vor 3 Monaten gemacht hat. Das heißt, es ist nicht mehr das Riesending, selbst wenn sich viele infizieren. Aber gut. Ja gut, was man weiß inzwischen, man kann bei dem Virus viel mit Blutverdünnern machen. Wo man zu Anfang dachte, scheiße, ne, die kriegen keine Luft, wir haben nicht genug Atmungsgeräte, kann man heute in vielen Fällen sagen, gut, braucht gar keine Beatmung, Blutverdünner reicht. Das wird sicherlich auch entspannen. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Time will tell, wie es so schön heißt. Ne? Ich hätte noch eine Frage an den Thomas, wo wir ihn heute da haben. Mach doch mal. Thomas, wir haben vorhin auch wieder darüber gesprochen, über mögliche Impfstoffe und auch Gefahren von Impfstoffen, bis hin zu, ob Impfstoffe nicht sogar so ein trojanisches Pferd sein können, um eine Eugenik oder Bevölkerungsreduktionsagenda durchzudrücken. Wie ist das eigentlich in Russland? Also gibt es in Russland bisher schon bei anderen Krankheiten, gibt es sowas wie eine Impfpflicht? Werden dort alle Kinder geimpft? Gibt es Impfpflicht für Schulen oder ist das völlig frei? Und wird das in Russland eigentlich auch diskutiert? Haben die Menschen auch eigentlich Sorge vor Bill Gates, der eben global die Menschen impfen will? Das beinhaltet ja dann auch Russland. Ist das dort auch ein Thema? Also haben die Leute das im Blick oder ist das da gar kein Thema? Impfen ist nicht so ein Thema wie bei euch. Der erste Punkt ist, die Russen impfen viel.
Also gerade zum Beispiel, ich kenne viele, die jedes Jahr die Grippeimpfung machen und so weiter. Der Punkt ist, und ich sage es immer wieder, ich hätte gerne mal einen Spezialisten, mit dem ich das mal mache. Ich denke, das Problem ist tatsächlich im Westen, dass die Pharmafirmen in diese Impfstoffe, die ja an sich erstmal was in meinen Augen was Gutes sind, so viel Müll reinmischen, Aluminium, was nicht alles, also was giftig ist und was dann in der Folge, ne, zu Krankheiten führt. Die machen sich also im Grunde schon mal die Kranken für die Zukunft selber, die sie behandeln können und Geld verdienen. Da sehe ich das Problem. Das sind diese Beimischungen, was die alles in diese Impfstoffe reinpanschen. Die Russen produzieren ihre Impfstoffe, soweit ich weiß, zum großen Teil selber. Die haben ja auch aus Angst vor Sanktionen, haben die Russen mit viel Geld eine eigene Pharmaindustrie aufgebaut, um sich unabhängig zu machen von etwaigen Sanktionen, wenn dann Medikamenteeinfuhr oder so verboten wird. Das heißt, die Russen sind ja auch generell, was diese ganzen Viren und so weiter angeht, mitführend, Kalter Krieg, Sowjetunion noch, Biowaffen und so weiter, die Russen kennen sich aus, die haben da gute Institute mit solchen, was diese Geschichten angeht. Und die Russen arbeiten selbst an Impfstoffen. Also das heißt, bloß weil Bill Gates einen machen will, heißt das nicht, dass Russland ihn kauft. Es kann gut sein, dass Russland sich seine eigenen bastelt und sagt, April, April. Also und von der Impfpflicht habe ich hier auch nichts gehört. Also das gibt es hier nicht. Also ich würde gerne mal wirklich, es ist wieder ein Aufruf an alle Zuschauer, wenn da jemand sich auskennt, bitte mal bei mir melden und lass uns mal gucken, ob wir die Inhaltsstoffe vergleichen können von, weiß ich was, Masern oder was auch immer für Impfstoffen, Grippeimpfstoffen, die bei euch verabreicht werden in Russland. Das wäre eine Sache, die ich gerne mal mit einem Experten vergleichen würde, um zu sehen, ob meine These stimmt, dass es eben tatsächlich so ist, dass die Russen einfach diese Beimischung nicht machen. Bisher ist es eine These, die ich nicht belegen kann. Ich würde es gerne mal überprüfen. Brauche ich einen Fachmann für. Gut, meine Herren, dann, wenn ich hier keine Wortmeldung mehr sehe, dann würde ich sagen, danke euch für diese Runde. Es ist mir immer ein Fest, mit euch mich auszutauschen, weil ich sehe euch ja leider viel zu wenig. Und in diesem Sinn sage ich jetzt einfach mal danke, dass ihr Zeit hattet. Und an alle Zuschauer da draußen, heute ist Pfingsten, aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche, gleicher Kanal. Das ist unsere Mega-Grafik, weißt du, wir haben lange dran gearbeitet, das ist eigentlich Computeranimation, es sieht nur so aus, wie wenn das Frank ins Bild hält, das ist echt super Hightech und aufwendig, auch wie die Schärfeverlagerung da läuft, das ist State of the Art. Also in diesem Sinn, Thomas, liebe Grüße nach St. Petersburg, Seatown und Leipzig, alles Gute euch und ihr da draußen, bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.